Herzlich willkommen am, ich gucke gerade mal, 6., ja, da steht es auch für alle, die lesen können, am 6. Juli, einen Tag vor dem EM-Halbfinale der Deutschen in Frankreich, dass die Deutschen ja gewinnen werden und am Sonntag dann relativ deutlich Portugal 2-0 schlagen. Ich glaube, das habe ich im Teaser auch schon gesagt. Also so wird das laufen. Wer trotzdem morgen Abend gucken will, kann ja um 9 Uhr dann einschalten. Ich habe eben von ein paar Jungs hier in Frankfurt gehört, wir gehen wohl heute Abend in eine Bar, wo sehr viele Waliser sind. Könnte ganz lustig werden. Ich glaube, die heißt Waxies oder so. Also wer sich anschließen möchte, immer vorbeikommen. Ja, Finanzmarktrunde am 6. Juli. Ich glaube, heute hat George W. Bush Geburtstag, während ich hier mal kurz den Disclaimer auflege. Und da kann ich Egmont Heidt schon mal fragen, unseren Gast heute, den wir unbedingt heute wieder brauchen, weil sein Kernthema ansteht. Das Bild, das man hier sieht, das habe ich mal in Italien übrigens gemacht, das ist in Mailand. Aber Egmont, würdest du George Bush zum Geburtstag gratulieren? Muss nicht unbedingt sein, ne? Ich würde dir noch nie widersprechen. Das finde ich gut, ja. Ich würde ihm nicht gratulieren. Und passend dazu kommt ja heute auch noch offiziell raus, dass Tony Blair damals alle belogen hat. Und ich habe gestern, glaube ich, bei Phoenix eine alte Diskussionsrunde gesehen mit Joschka Fischer. Da erinnere ich mich gerne an Joschka Fischer mit seinem "Sorry, Mr. President, I'm not convinced." Und dann begannen Amerikaner und Briten uns das einzubrocken, was wir jetzt alles haben. Aber kommen wir zu dem, was wir auch haben, was George Bush, nämlich Obama, auch hinterlassen hat, nämlich die Finanzkrise 2008. Jetzt sind wir doch geschlagene 8 Jahre weiter. Es ist bald wieder Wahlkampf, aber es wäre ja irgendwie langweilig, wenn die Bankenkrise einfach so passé wäre. Und Egmont, die ist wieder voll da, oder? Herzlich willkommen zum italienischen Bankentag, könnte man sagen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Daniel. Tatsächlich haben wir wieder eine Bankenkrise und ich denke, sie ist eigentlich schlimmer als je zuvor. Letztes Mal hatten wir ja schon das Thema, die italienischen Banken sitzen auf faulen Krediten von 360 Milliarden Euro. Das ist natürlich eine enorme Summe. Und ja, letzte Woche ist ja kolportiert worden, dass Italien jetzt an einem Rettungspaket in Höhe von 150 Milliarden arbeiten will. Aber das sind natürlich keine Kapitalzufuhr oder da geht es nicht um Eigenkapital, sondern eigentlich um Liquiditätsgarantien. Also der Staat tut quasi so, als ob er hinter den Banken stünde. Die Investoren haben das natürlich schnell durchschaut. Ein Staat, der 2,2 Billionen Euro Schulden hat, also fast 135% des BIPs, der kann natürlich seine Banken nur äußerst schlecht stützen. Das dürfte ja auch klar sein. Und da geht es eigentlich eher nur darum, wer stützt die Banken? Kann das Italien sein oder ist das Europa, sprich die Eurozone? Und meiner Meinung nach kann das Italien nicht mehr. Und wie gesagt, ein enormes Problem und durch diesen Verfall der Zinsen, durch immer neue Rekordtiefs verschärft sich das Problem für die Banken immer weiter, der Zinsüberschuss sinkt immer weiter, sie haben Probleme bei ihren Derivaten, all die Probleme und dementsprechend sind die Banken im freien Fall und ich fürchte, dass es auch noch eine Weile weitergeht, weil... Egmont? ...die der neuen Maßnahme, die Banken verschärft sich einfach die Probleme... Ja, Daniel? Ich habe dich kurz nicht gehört, sorry. Alles verschärfen sich einfach die Probleme. Verschärfen sich die Probleme für die Banken, weil einfach die Zinsen noch weiter nach unten sinken, wir noch mehr Strafzinsen haben und das ist einfach die Zwickmühle, in die die EZB steckt. Sie will die Geldpolitik noch weiter lockern, aber das würde die Banken einfach noch mehr belasten. Und Investoren ist inzwischen klar, dass es da keinen Ausweg gibt. Bitte, Daniel. Ja, lass uns noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, weil ich frage mich gerade zwei Sachen. Wir sind ja im DAX wieder. Wir können gerade mal im Trade Hub hier direkt drauf gucken. Zum Buller-Strategie-Portfolio kommen wir nachher. Wir sind 9,434 jetzt. Wir haben uns eigentlich wieder ziemlich berappelt. Man sieht auch, die Short-Positionen sind jetzt alle abgeholt worden, wenn man so will. Also mit Take-Profit. Und ich bin jetzt mit einer ganz kleinen Position, mit der Basisposition quasi nur noch long im Markt, aber die ist unwesentlich. Wir gucken nachher ins Portfolio rein, weil Vola spielte wieder eine ganz, ganz große Rolle letzte Woche. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, Egmont. Ich frage mich, ob überhaupt der Markt im Moment so richtig schon realisiert, was da in Italien los ist. Denn wenn ich mir heute die Überschriften durchlese, dann habe ich fast immer gelesen, der Brexit ist wieder da und das Pfund reißt den DAX in die Tiefe. Die meisten interpretieren noch, dass der DAX heute fällt, weil das Pfund so schwach ist. Meiner Meinung nach ist aber
dieses, und dann sagen sie ja, der Brexit wird wieder eingepreist. So ein, meiner Ansicht nach vollkommener Blödsinn. Und das Risiko England und Großbritannien ist bekannt, dass die Wirtschaft da dann ein bisschen schwächeln wird. Okay, das wissen wir jetzt mittlerweile, das war vorher schon bekannt. Aber unterschätzt der Markt die Italien-Krise oder überschätzt du sie? Und das ist vielleicht nur eine Frage, wie viel weiteres Geld man druckt. Und es wäre genug zum Drucken da. Könnte man ja auch ketzerisch fragen. Ich denke, der Markt überschätzt die oder unterschätzt die, oder überschätzt die Krise noch nicht, sondern ich denke zunehmend, also wie dramatisch die Lage ist. Insofern, da wird es, glaube ich, noch etlichen Ärger geben in den nächsten Wochen und Monaten, was aus Italien. Und was natürlich das zweite Problem ist, das du ja auch angesprochen hast, dass jetzt, obwohl der Brexit noch nicht mal verhandelt worden ist, obwohl da noch überhaupt nichts passiert ist, dass da jetzt die Probleme kommen. Gestern haben drei britische Immobilienfonds geschlossen, umgerechnet 12 Milliarden Pfund, wo jetzt die Anleger quasi nicht mehr rankommen, die in Gewerbeimmobilien investieren, ist klar, die kollabieren jetzt quasi, haben massive Probleme. Heute haben zwei weitere Immobilienfonds britische geschlossen, das heißt inzwischen sind fast 20 Milliarden Dollar, Pfund, Euro, wie man es rechnen will, an Anlegergelder quasi stehen nicht mehr zur Verfügung und dementsprechend schwappt jetzt diese Immobilienkrise natürlich auf die Wirtschaft über und ja, viele Investoren und ich natürlich auch erinnere mich an 2007, 2008, als die Probleme dann hochgeschwappt sind und natürlich jeder, der gedacht hat, mit Immofonds, er hätte was Sicheres und so weiter, das ist nicht und das sehen die Leute jetzt wieder und die haben natürlich Sorgen, Pfund ist so stark abwertet, das belastet natürlich die gesamte Wirtschaft, weil man kann einfach weniger importieren, weil das Pfund immer weniger wert wird und das Pfund, dass das einfach auf 30-Jahres-Tief zum Dollar abrutscht, ist für mich ein enormes Krisensignal, das muss man meiner Meinung nach genau im Auge behalten, das sorgt natürlich für enorme Verunsicherung. Ja, das mit diesen Immobilienfonds ist natürlich so ein bisschen auch das Phänomen deutscher Anleger. Das haben wir hier auch, glaube ich, in der Finanzmarktrunde oder im Format eben vorher, ich glaube vor 2 Jahren schon diskutiert, dass ich gesagt habe, es ist, wir machen ja manchmal auch so bei uns im Team Tests, dass wir einfach in Banken, Sparkassen reingehen und uns einfach mal so blind beraten lassen mit einem fiktiven Profil quasi. Und ich habe das auch früher für Börse Online ja schon mal gemacht. Es ist erstaunlich, dass den Leuten immer wieder diese offenen Immobilienfonds aufgeschwatzt werden, dass die Leute dann auch noch zugreifen. Und wie die offenen Immofonds und wie die Fondsindustrie das auch geschafft hat nach der Lehman-Krise, dass natürlich irgendwie alles derivative Zeug, sage ich mal, sehr angeschlagen war in den Strukturen. Selbst die guten Sachen, die besser waren dann, aber dass die Leute immer noch aktive Fonds und vor allem Immobilienfonds gekauft haben, wo man eigentlich hätte sagen müssen nach 2008, die Produktgattung ist nahezu tot, aber sie haben sie immer weiter gekauft und man sieht eben, das geht ein paar Jahre gut und dann fliegt man damit auch meistens wieder auf die Nase, so wie jetzt in England. Übrigens, das Zweite, und dann kommen wir wieder zum Brexit zurück, das Zweite wollte ich auch mal sagen, haben wir letzte Woche gar nicht angesprochen, auch da kann man nur sagen, können wir auch nachher mal untereinander erörtern, was man an Renditen erwarten kann. Da ist gerade ja KTG Agrar das beste Beispiel. Wenn die Renditen zu hoch sind, dann ist da meistens ein Pferdefuß dahinter und das ist jetzt dieses Jahr mit KTG Agrar nach den Freunden von German Pellets auch schon das zweite Mal, dass Anleger da leider auf die Nase fallen. So ein Zeug gibt es bei uns leider immer nur dann in der Berichterstattung, wenn wir davor warnen oder zum Glück empfehlen würden wir so einen Krempel nicht. Und ja, man kann da immer nur den Leuten raten, auch wenn es jetzt vielleicht nicht an die Stelle hier hinpasst, aber Finger weg oder höchste Vorsicht, wenn man denkt, man bekommt Zinsen irgendwie quasi im Freelunch oder da wäre alles gut. Wenn es hohe Zinsen gibt, ist da auch meistens irgendein Haken. Das kommt nicht von ungefähr. Da kann man sich nur mal gucken, was eine BMW auf eine Unternehmensanleihe zahlt, nämlich fast nichts mehr. Zurück zum Brexit, Egmont, und zum Pfund. Du hast es ja angesprochen. Das heißt, wie ist jetzt dein Szenario? Wie geht das jetzt erstmal mit dem Brexit und den Briten weiter und dann gucken wir wieder auf die Italiener zurück, weil wir haben ja im Moment zwei Baustellen am Markt. Vielleicht haben wir sogar noch eine dritte in den USA, da können wir später darüber diskutieren. Es gibt noch etliche andere Warnsignale, aber da kommen wir dann gleich dazu. Wie geht es mit dem Brexit weiter? Ich denke, das Szenario, das ich aufgezeigt habe, wird sich so weiter fortsetzen. Die britische Wirtschaft wird relativ schnell in die Rezession abrutschen. Ich denke, das ist unvermeidlich, unabhängig davon, was die britische Notenbank da macht oder die englische Notenbank. Und wenn es tatsächlich so käme, dann hätte das natürlich massive Auswirkungen auf Kontinentaleuropa. Derzeit gehen ja ungefähr doppelt so ungefähr 22 Millionen Euro pro Monat von Kontinentaleuropa nach Großbritannien und ungefähr 10 bis 11
Milliarden pro Monat bloß nach China. Das heißt, Großbritannien ist ein viel wichtiger Markt für Kontinentaleuropa, ungefähr doppelt so groß. Und jedes, wenn Britannien einen kleinen Schnupfen hat, dann denke ich, wird es Kontinentaleuropas mit kurzer Verzögerung merken. Auch da eine deutliche Konjunkturverlangsamung, Konjunkturabschwächung. Und die Probleme ergeben sich dann, wenn die Notenbanken in altbewährter, ich nenne immer altbewährter Manier, darauf reagieren mit einfach noch mehr Zinssenkungen, noch mehr Gelddrucken, noch mehr. Das wird einfach das Schlimmste sein, was sie machen können, weil sie einfach die Strafzinsen noch weiter nach unten drücken. Daniel. Ja, ich habe eben gehört, dass der Ton zwei, dreimal nicht so dolle war. Sorry, ich habe jetzt mal die Kamera ausgemacht. Das liegt nicht an uns. Das liegt wahrscheinlich, dass GoToWebinar das nicht so richtig verarbeiten kann. Die Leitung hier ist feinstes DSL quasi in Frankfurt und besser geht es eigentlich gar nicht. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Ich habe mal die Deutsche Bank aufgelegt, Egmont, deine Lieblingsbank. Und da muss ich ja mal sagen, ich glaube, in Sachen Vola und Timing liege ich manchmal vor dir, aber bei den Banken wird es auch mal Zeit, da muss man mal sagen, einfach wieder mal schiefgelegen. Ich hatte ja gesagt, das wäre so schön bei 13, wenn die Deutsche da ihren Boden findet. Ja, kann man nur wieder sagen, sollte wieder nicht sein. Wir sind jetzt bei 11. Du hast recht mit deinem Statement der letzten Jahre, muss man sagen. Du hast die Banken ja eigentlich schon seit 2009 ständig auch verkaufen. Das war immer der Running Gag bei Börse Online und der FDD, dass wir gesagt haben, es muss eine Bankengeschichte her, okay, wie short wird's denn, Egmont? Und ja, die Deutsche von 100 auf 11, wie tief fällt sie denn noch? Gibt's da, siehst du bei der Deutschen so ein Szenario wie bei den Italo-Banken, dass man sagt, die sind irgendwann kommen die bei 2, 3 Euro an oder so? Ist das denkbar? Hast du irgendein Ziel für die? Das ist natürlich die 1 Million Euro Frage. Allerdings befürchte ich tatsächlich, dass der Kursverfall weitergeht. Wiederholt aufgezeigt habe, wie hoch die Korrelation ist zwischen den Zinsen für 10-jährigen Bundesanleihen und dem Kurs der Deutschen Bank. Und je weiter die Zinsen sinken werden, weltweit haben wir ja rekordniedrige Zinsen, umso größer werden die Probleme für die Deutsche Bank. Heute haben Sie es wieder gesehen. Die Zinsen für die Staatsanleihen der Industriestaaten sind heute auf das Rekordtief von 0,4% implodiert. 0,4%. Das heißt, rekordniedrige Zinsen in der Eurozone, in Japan, in der Schweiz, in der USA, egal wo Sie schauen. Und das bedeutet enorme Probleme für die Banken. Und vor dem Hintergrund bin ich da weiterhin sehr skeptisch und halte es, befürchte es, dass da der Kursverfall weitergeht, dass man da weiter also auf der Short-Seite traden sollte. Daniel. Okay, und du nimmst doch wahrscheinlich keine aus, oder gibt es da irgendeine, wo du sagst, der Bankensektor ist gesund? Würdest du die USA da ein bisschen rausnehmen oder siehst du auch in den USA Probleme für die Banken? Wenn wir den Sektor schon mal so intensiv ansprechen, können wir vielleicht mal, machen wir den ganz großen Rundumschlag, weil die sehen auf einen Jahresperformance ja auch nicht, also die sehen besser aus, aber sind auch hinten in ihrem Index. Genau, also ich fürchte natürlich, dass sich die Bankenkrise in Europa ausweitet und dann natürlich von Italien auf die anderen Länder überschwappt. Ich meine, Deutschland haben wir ja schon im Endeffekt rekordtiefe Aktienkurse, Deutsche Bank, Cobra, also da wissen wir schon die Probleme. Und je tiefer die Zinsen in den USA sinken, umso größer werden die Probleme natürlich für die US-Banken. Auch da bin ich äußerst skeptisch. Ich denke, da wird es deutlich abwärts gehen, weil ich befürchte, dass die Fed in den nächsten Wochen und Monaten das Thema Zinserhöhung natürlich überhaupt nicht mehr in den Mund nimmt, sondern über Lockerung anfangen wird zu sprechen und das würde den Aktienkursen gar nicht gefallen. Ich möchte noch mal daran erinnern, was passiert ist, als die Japaner am 29. Januar überraschend, manche Experten haben ja gesagt, überraschend Strafzinsen eingeführt haben. Ich habe es natürlich befürchtet, dass es so kommt. Anschließend sind die Bankaktien kollabiert, wie bei einer Nummer. Und wenn die Amerikaner den gleichen Weg gehen sollten wie die Europäer und nachher die Japaner, sprich Strafzinsen einzuführen, dann würde der Kursverlauf der Bankaktien von der JP Morgan, wie Goldman Sachs, wie sie alle heißen, einen ähnlichen Verlauf nehmen wie bei den europäischen Banken und das wäre gar nicht gut. Also da bin ich äußerst skeptisch bei den US-Banken, Daniel. Okay. Gut, dann gucken wir mal auf den Gesamtmarkt, weil der ist ja auch ziemlich spannend, wie ich finde. Und da gucken wir vor allen Dingen mal hier auf der einen Seite natürlich auf das Thema Brexit zurück an den Märkten. Kommen gleich vielleicht auch auf die Thyssen mal. Ich wollte allerdings jetzt nochmal zurück und zwar Moment. Ach so, genau, hier natürlich die sehr schön hier in der Grafik und der Präsentation, die beiden
die von Bord gehen. Der Linke heißt ja United Kingdom Independence Party, also er hat sein Ziel quasi erreicht und sagt, er will sein Leben zurück. Ja, dann viel Spaß. Es wäre halt schön gewesen, wenn er dann, wenn man schon groß reine machen macht, dann, dass er und Boris Johnson und Juncker und Schulz gegangen wären, dann hätte man auf beiden Seiten wenigstens eine Bereinigung gehabt und hätte mit vernünftigem Personal weitermachen können. Schade, dass das jetzt nur auf der einen Seite der Fall ist. Und da muss man ja auch erstmal warten, wer da kommt. Aber, und da nochmal in die Presse hier mit diesen sehr schönen Grafiken nochmal. Wir gucken mal auf die Vola. Und da, Egmont, vielleicht nochmal zurück zu der Frage, was preist der Markt ein und wo kann es jetzt hingehen? Glaubst du, dass der Markt letzte Woche in dieser ersten Reaktion viel zu optimistisch war? Denn VDAX New, wir waren ja bei der 39 und jeder weiß ja, wie sehr ich auf dem VDAX New rumreite und warum das mein Lieblingsindikator ist. Aber der ist dann wirklich richtig schnell zusammengebrochen wieder. Und wir waren dann zügig wieder unterwegs Richtung 2, 3, 24. Und das ging mir schon wieder viel zu rasch. Und deswegen war das auch so, dass in der ersten Reaktion, wo jetzt vor 2, 3 Tagen die ersten schon wieder sagten, ja, das Schlimmste ist vorbei, da war mir die Sorglosigkeit schon wieder zu hoch. Und wenn man sich das anguckt, wir waren bei 39 noch an dem Montag nach dem Brexit, haben uns dann 1, 2 Tage gehalten, so bei 34, und dann rast es nach unten auf 23 Anfang Juli und da sind wir jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Also wir haben diese 20er Mark unten nicht erreicht. Vielleicht könnte man sich da jetzt sogar überlegen, dass sich die Range nochmal nach oben verschoben hat in Sachen Vola, dass im Moment vielleicht jetzt sogar eine 22 unten ist. Das war ja die ganze Zeit diese ominöse 20, sieht man ja wunderbar hier, wonach ich auch handle und trade und bei dieser Marke regelmäßig short gehe. Und da eben bin ich long dann im Markt drin geblieben. Da wurden viele Long-Positionen dann auch abgeholt. Und jetzt sind eben die Short-Positionen kassiert worden. Wir gucken es uns mal ganz kurz auch hier an. Und dann kommt gleich meine Frage an dich, Egmont. Und zwar, ich muss mal hier auf Weiter klicken. Und dann gucke ich selber mal rein. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Position ich da bin gerade. So, stellen wir das hier mal auf geeigneten Zeitraum ein. So, auf 3 Monate auf Rang 4 und auf 6 Monate auf Rang 5 und seit einem Jahr weiß ich gar nicht, auf Rang 3. Okay, über 200 Follower, auch freut mich natürlich. Danke für alle, die da dabei sind, oder Glückwunsch an alle, die da dabei sind, weil bis jetzt geht die Strategie ja auf. Und jetzt würde mich interessieren, vielleicht, ich will nochmal erklären, weil letztes Mal kam die Nachfrage, diese Vola-Strategie und so, wie ihr den Markt angeht, wie handelt ihr und könnt ihr nochmal erklären oder kannst du nochmal erklären, warum? Ja, ich will es erklären. Also, eben haben wir den Chart der Vola gesehen. Die Logik ist relativ einfach. Ich versuche mit einer kleinen Grundposition eigentlich immer im Markt long dabei zu sein, weil ich davon ausgehe, dass wir eigentlich bis Ende des Jahres wieder Richtung 10.000 laufen oder sogar darüber, einfach mangels Alternativen. Das glaube ich schon. Deswegen grundsätzlich so ein kleiner Fuß immer im Markt. Wenn die Vola extrem hoch ist, versuche ich verstärkt long zu sein. Kann passieren, dass es mal ein bisschen zu früh ist. Ich arbeite aber ohne Stoppkurse, sage ich nochmal. Also man muss welche eingeben, aber ich mache sie immer so weit weg, dass es de facto keine Stoppkurse sind. Umgekehrt, wenn die Vola zu niedrig ist, gehe ich entweder in Cash oder ich gehe Short. In letzter Zeit war ich meistens eher in Cash, aber habe jetzt auch mal ein paar Short-Positionen mitgenommen. Können wir uns mal hier angucken, was passiert ist in den letzten Tagen. Ja, eine hier ein bisschen zu früh zugemacht. Das war mal wieder ganz typisch. Der Fehler passiert mir leider häufiger, dass ich denke, komm, nimm händig den Gewinn mit. Es ist meistens besser, muss man wirklich sagen, weil ich so eben auf die Vola gucke und weil sie dann wirklich auch beständig und relativ zügig dreht, wenn ich die Profits laufen lasse. Aber manchmal geht es eben nicht anders. Manchmal reizt es so und dann nimmt man das mit. Aber man sieht schon hier, das ist ja alles noch rund um Brexit. Und dann hatte ich eben diese 2 Short-Positionen, war ich wieder eingegangen. Und die sind jetzt kassiert. Und das Einzige, was jetzt im Depot noch drin ist, kann man uns auch angucken. Sieht man ja immer sehr schön hier. Moment, ich mache die Deutsche mal wieder zu. Deutsche Bank wird geschlossen fürs Protokoll. So. Und dann sieht man, was ich hier noch drin habe. Also eine ganz, ganz behutsame Long-Position, die ich über der 10 sogar eingegangen war. Das ist ja in diesem Stand schon eingerechnet. Die bleibt auch.
Der, genau, die bleibt auch erstmal und genau, hier ist sie. Und da sieht man, der Stop-Loss wäre bei 9.070, da würde ich dann wirklich ausgestoppt. Ich würde aber ehrlich gesagt, sage ich auch, dann direkt wieder eine kleine Position eingehen, einfach um im Markt dabei zu sein, damit der Markt mir auf gar keinen Fall komplett ohne mich nach oben weglaufen kann, weil ich glaube, dass es dieses Jahr schon irgendwann noch passieren könnte. Das ist, wie ich jetzt positioniert bin. Egmont, du würdest wahrscheinlich jetzt sagen, es wird aber nach unten erstmal richtig eng jetzt und glaubst du, dass die 9,1 und ein paar zerquetschte, die wir am Brexit-Montag hatten, am Brexit-Freitag hatten, dass die hält oder wie ist deine Meinung für die nächsten Wochen? Ich denke, dass wir heute zwar die Verluste ein bisschen eingedämmt haben, aber dass das nicht von Dauer sein wird, sondern ich denke, dass der DAX wieder Richtung 9.000 laufen wird, weil es meiner Meinung nach neben dem Verfall der Bankaktien noch zwei weitere Warnsignale gibt, die ich ganz klar sehe. Einmal das tägliche Rekordtief bei den Zinsen in den Industriestaaten. Das signalisiert ganz klar, wie schwach die Wirtschaft in den Industriestaaten ist und dass sie in den nächsten Monaten noch viel schwächer werden wird, weil wenn es der Wirtschaft, US-Wirtschaft gut gehen würde, dann würden die Investoren ihre Anleihen verkaufen und dementsprechend würden dann die Kurse steigen. Aber genau, Entschuldigung, die Kurse sinken und die Zinsen steigen, aber genau das haben wir nicht. Die Investoren flüchten immer weiter in die Anleihen rein. Das heißt, das ist ein starkes Warnsignal für mich. Erinnert mich stark an 2008. Und das zweite starke Warnsignal, auf das ich auch immer hinweise, ist Dollar-Yen, der Carry Trade. Der Dollar-Yen liegt im Endeffekt knapp so ein halbes Prozent unter dem Jahrestief. Also der Dollar ist ganz schwach und es deutet für mich auf eine starke Risikoaversion der Investoren hin. Die Leute lösen den Carry Trade auf. Das ist eine Belastung für den weltweiten Aktienmarkt. Und vor dem Hintergrund, der Aktienmarkt hat sich zwar ein bisschen erholt, ist dann aber wieder deutlich im Rückwärtsgang, während gleichzeitig der Anleihenmarkt, sprich die Zinsen, plus der Währungsmarkt ruft Vorsicht, Vorsicht, Warnung, Warnung. Und ich höre weiterhin auf Dollar-Yen und auf den Anleihenmarkt. Da bin ich die vergangenen Monate, Quartale damit richtig gefahren, Richtung 9.000 laufen wird. Daniel. Genau, du hast einen kurzen Aussetzer, das liegt am Ton, da können wir jetzt nichts für, sorry, aber dass der Markt Richtung 9.000 laufen wird, das hast du angesprochen. Und siehst du aber eine Gefahr, machen wir es mal richtig groß. Ich meine, du bist ja bekannt als der Mahner und Warner, aber auch als Trendfolger, muss man auch sagen. Und der Trend zeigt jetzt nach unten, also klar, da bist du natürlich auch jetzt erstmal mit dem Abwärtstrend gut dabei, aber könntest du dir vorstellen, dass wir auch noch einen richtigen Sommercrash sehen? Also mit richtigem Sommercrash meine ich, dass der DAX irgendwie im Juli, August bei 8.000 antitscht und wir einen kompletten Ausverkauf sehen, weil, lass es mich kurz so sagen und dann deine Gegenmeinung. Ich glaube, wenn das passieren sollte, dann passiert das nicht ohne die USA. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der DAX fällt bis 8.000 und die US-Märkte das tun, was sie eigentlich seit Monaten, Jahren machen, relativ stabil bleiben. Glaubst du, dass die nächste Quartalssaison in den USA vielleicht so mies wird, dass da ein Ausverkaufsdruck bei den Amis herkommt? Oder jetzt, da müsstest du jetzt mal Farben bekennen, denn bei den US-Indizes ist es extrem schwierig, denn die stehen einfach ja, da, wo sie immer stehen, vor ihrem fetten Widerstand. Ja, ist natürlich eine gute Frage. Ich gehe dann schon davon aus, dass die US-Indizes auf Dauer nicht oben bleiben können, wenn sich die Konjunkturperspektiven weiterhin eintrüben. Im Endeffekt ist der US-Index ja auch der einzige, der sich so lange oben gehalten hat, weil natürlich die Investoren spekulieren, dass einfach die US-Wirtschaft wesentlich weniger von Großbritannien abhängig ist, nur 2, 3% des Handelsvolumens der USA geht nach England oder so. Also das sind natürlich Peanuts. Klar. Aber insgesamt. Genau, aber insgesamt denke ich, wenn sich gerade Bankenkrise in Europa weiter ausbreitet, wenn die Zinsen weiter sinken, das bei dortigen Banken, die US-Wirtschaft schwächt sich ab. Heute hatten wir ja Einkaufsmanager-Indizes für den US-Dienstleistungssektor, die etwas über den Erwartungen lagen oder deutlich über den Erwartungen lagen. Da kann ich nur jeden davor warnen, auf derartige Indizes zu vertrauen.
weil es einfach saisonal bereinigte Indizes sind. Und dieser starke Anstieg gegenüber dem Vormonat, der macht absolut keinen Sinn, sondern das liegt einfach an dieser starken saisonalen Bereinigung. Und vor dem Hintergrund hatten wir einen leichten Zinsanstieg heute, minimalen Zinsanstieg, aber den Investoren wird schnell dämmern, dass das nur an der Bereinigung liegt und dass die fundamentale Wirtschaft in den USA klar auf dem Weg nach unten ist. Wenn Sie die jüngsten Daten zu den Industrieaufträgen, was auch immer anschauen, das ist alles eine deutliche Abwärtsspirale. Und die US-Wirtschaft wird natürlich von der schwachen Wirtschaft in der Eurozone dann natürlich auch schnell belastet, ist ja auch klar. Die Weltwirtschaft ist heute so stark verbunden wie nie zuvor. Wenn es irgendwo Probleme gibt in Europa oder in China oder in Japan, dann merkt es der Rest der Welt ganz schnell. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die US-Wirtschaft von der schwachen Wirtschaft in der Eurozone abkuppeln kann und gehe eher davon aus, dass die US-Indizes deutlich nach unten drehen. Daniel. Jetzt haben wir einen Aspekt überhaupt noch nicht angesprochen, wenn wir so schön im Krisenmodus sind. Vielleicht können wir aber nachher noch ein bisschen Hoffnung verbreiten, ich zumindest. China haben wir überhaupt noch nicht angesprochen. Wie waren da die letzten Daten und könnte von da aus Hoffnung kommen? Weil ich sag mal so, irgendjemand müsste ja den rückläufigen Handel mit den Briten, so es denn so kommt, auffangen. Denn für uns ist das natürlich schon ein merkbares Fund. Oh, schlechtes Wortspiel, war gar nicht beabsichtigt, aber ist so. ja, besteht, siehst du da Hoffnung auf Besserung einfach durch das, was immer gemacht wird, frisches Geld, oder die Chinesen sind so ein bisschen aus dem Blickfeld gekommen? Ja, die Chinesen sind natürlich die allerletzten, die uns da diesmal retten können. Die hatten eine gewaltige Schuldensause in China nach der 2008er Schuldenkrise in Europa und den USA. Und inzwischen haben wir eine gewaltige Schuldenblase in China. Derzeit steigen die Immobilienpreise um ungefähr 50% gegenüber dem Vorjahr. Sollte jedem normal denkenden Menschen klar sein, dass das nicht auf Dauer gehen kann. Ja, die Geldmenge in China ist inzwischen schon größer als die der USA, obwohl die chinesische Wirtschaft nur halb so groß ist wie die amerikanische. Also wir haben eine gewaltige Blase und ich gehe davon aus, dass die chinesische Wirtschaft in den nächsten Wochen und Monaten sehr schwach sein wird. Viele Konjunkturdaten weiter klar nach unten zeigen werden. Und in dem Fall können uns die Chinesen nicht raushauen, weil einfach die Unternehmen, das habe ich wiederholt gesagt, die haben ungefähr Schulden von 150 bis 160% des Bruttoinlandsprodukts, also das ist der mit weitem Abstand schlechteste Wert weltweit. Die Amerikaner sind so bei 75%, die deutschen Unternehmen bei 55%. Allein diese zwei, drei Zahlen zeigt Ihnen, wie gigantisch die Verschuldung in China ist auf Unternehmensseite. Und wenn die einfach nicht neu investieren, keine neuen Fabriken bauen, keine neuen Maschinen kaufen, dann ist einfach die Party zu Ende. Und ja, die Wirtschaft wird im Endeffekt stabilisiert, indem die chinesische Regierung die Staatsausgaben im Moment so um 30, 35%, also um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr steigt, das muss man sich mal vorstellen. Und damit halte ich die Wirtschaft natürlich am Laufen, indem ich einfach noch mehr Straßen nach nirgendwo baue und noch mehr Brücken und noch mehr Infrastruktur, die im Endeffekt kein Mensch baut. Es gibt ja schon gigantische Leerstände bei Immobilien in China, aber man macht einfach immer so weiter. Aber eine Konjunkturstütze für Europa oder für die USA, von wo auch immer, kann aus China natürlich leider nicht kommen. Leider. Okay, jetzt habe ich zwei Anmerkungen hier im Chat. Wir wollen die Finanzmarktrunde ja ein bisschen lebendig machen, auch mit den Leuten, die dabei sind. Also fangen wir mal vorne an. Da fragt ein Zuhörer, Daniel, wir haben seit Montag einen Ausverkauf, Abverkauf von 500 Punkten gesehen. Meinst du, da kommt noch was auf der Unterseite? Sagen wir mal so, wenn man rein auf die Vola guckt, da wäre schon noch ein bisschen Luft. Also es ist jetzt nicht so, dass wir schon wieder im Panikmodus wären mit 26 Punkten im VDAX New. Das ist so, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Also da könnte schon nach unten noch was gehen. Ich glaube, das hängt jetzt ganz stark davon ab, wie stark dieses Italien-Thema gespielt wird und ob denen in Kürze eine Lösung einfällt dafür. Ja, also von der Vola wäre da sogar noch ein bisschen Luft, bis wir wieder in so einem Panikbereich sind, denn das wäre frühestens bei 30, würde ich mal sagen. Dann wären wir im richtigen Panikbereich wieder. Dann kommt die Frage, die ist vielleicht eher für dich, Egmont, da ist ein Kursziel fast verrückt. Wie weit glaubt ihr, dass der Bund-Future diesen Sommer noch in die Höhe schießen wird? Ich gucke gerade mal hier auf dem Handy parallel live drauf, den haben wir jetzt bei 167,65. Egmont, hast du ein Ziel für den Bund Future oder kann man einfach sagen, der wird einfach weiter steigen? Punkt. Aus deiner Sicht.
Ich habe kein Ziel für den Bund Future. Ich habe aber immer argumentiert, dass 160 längst nicht das Ende der Fahnenstange sein wird, weil einfach ja viele Leute ausgerechnet haben, dass da ungefähr die 10-jährigen Bundesanleihen bei Null stehen würden und dementsprechend wären die 160 das Ende. Ich denke, dass der Bund Future weiter deutlich steigen wird. Manche Experte gehen ja davon aus, wenn wir eine größere Krise kommen, dass so Strafzinsen in den USA kommen von -2, -3, -4%. Und in dem Fall würde der Bund Future noch deutlich steigen. Also auf da bin ich klar weiter auf der Long-Seite, halte ich weiter ganz klar für aussichtsreich. Ich sehe nicht, woher es ein Szenario kommen würde, dass jetzt plötzlich die Zinsen steigen. Das sehe ich einfach nicht. Die Engländer haben angekündigt, sie lockern die Geldpolitik. Die EZB hat gesagt, wir stehen bereit, haben die Anforderungen an das Volumen, an die Kreditvergabe da oder an den Kauf von Anleihen reduziert. Das heißt, und ich hatte ja immer gesagt, dementsprechend, je weiter die Zinsen sinken, umso weniger kann die EZB kaufen, weil die mit weniger als diesen -0,4% mit den Strafzinsen rentieren nicht mehr kaufen kann. Und wenn jetzt immer mehr Anleihen unter diese Schwelle drunter gehen, dann muss die EZB die Marke wieder senken, also auf -0,5 gehen, -0,75 und so weiter gehen. Und dementsprechend sinken dann die Zinsen weiter und dann geht die EZB auf -1. Also ich befürchte, dass es leider in der Richtung weitergehen wird und bin da weiter klar bullish für den Bund Future. Daniel. Okay, dann haben wir eine sehr schöne Anmerkung zu einer Bank, die in meinem privaten Depot ist. Ich glaube, mittlerweile bin ich wieder 10% vorne oder so. Ich war schon mal 40% hinten. Die gehört aber zu meinen Investments, an denen ich auch festhalten werde, weil ich glaube, dass das sich irgendwann nochmal bezahlt macht. Die Sberbank, da schreibt jemand, die hat jetzt sogar einen höheren Börsenwert als die Deutsche Bank. Könnte man auch sagen, ja, das ist ja nicht schwierig. Mir hat letztens jemand eine Anekdote erzählt. Es gibt wohl bei der Deutschen Bank auf einigen Fluren jetzt, wenn man da die Toilette besucht, Lichtschranken. Da misst die Deutsche Bank, wie oft die Leute auf Toilette gehen, um im neuen Gebäude dann festzustellen, wie viele Toiletten man braucht. Für sowas gibt es eigentlich Architekten, die sagen, pro Mitarbeiter braucht man so und so viele Toiletten. Aber B, finde ich es auch schön, dass die Deutsche Bank, man könnte sagen, wenn man die Scheiße am Hacken hat, dann ja. Dann macht man da gleich, wenn dann richtig. Ja, Sberbank also teurer als Deutsche Bank. Ich kann auch noch hinzufügen, ich habe auch noch so eine Restleichenposition im Depot von der Deutschen Bank. Ich glaube, bei 22 eingekauft. Ob ich da meinen Einstandskurs nochmal sehe, das müssen wir mal abwarten. Aber keine Angst, der Rest ist nicht so schlimm. Aber da sehen auch, auch Leute, die sich jeden Tag damit beschäftigen, sind nicht vor den Fehlern gefeit, dass man an Branchen festhält, die eigentlich nichts im Depot zu suchen haben, weil man hofft eben immer, dass es nicht schlimmer kommen kann. Das kennen wahrscheinlich alle, die früher mal RWE oder Deutsche Telekom so lange im Depot hatten. Oder K&S oder zeitweise Bilfinger. Wer fällt uns noch ein? Hugo Boss, Puma, Gary Weber. Alle unsere Freunde, die mittlerweile weit, weit unter Top sind. Übrigens, da können wir uns in den nächsten Webinaren bei uns bei Feingold Research mal angucken, welche Aktien eigentlich wie weit von ihrem Allzeit-Top entfernt sind. Das ist ganz interessant. Bietet der Kollege Gerion Kruse an und ich kann kurz mal da auch verweisen auf unser Webinar. Angebot, wo man das findet, Devisenkonjunktur und dann Webinare Konjunktur. Da stehen übrigens immer die Links drin, hier eingebaut in den Beitrag zu den Top- und Flop-Aktienindizes. Da könnt ihr euch immer anmelden für alle Webinare. Nur kurze Info, also Devisenkonjunktur und da Webinare Konjunktur. Wir bauen übrigens gerade am Relaunch von der Seite. Das dauert aber ein bisschen. Das ist alles nicht so einfach, wenn man da irgendwie noch Kurse integrieren will und so weiter. Nun ja, also zurück. Zurück zu unserem Thema. Ich war bei den Fragen und jetzt gucke ich gerade. Hier steht noch, Heiko Thieme sieht die DB in einigen Jahren bei 40 Euro. Ich denke mal, der Leser meint, er sieht die Preise der Deutschen Bahn DB in einigen Jahren bei 40 Euro, vielleicht die Sparpreise. Das kann sein. Ob die Deutsche Bank wieder bei 40 ist. Egmont, wir haben den Heiko Thieme ja auf den Invest getroffen und wir waren uns ja unsicher, ob wir zu ihm sagen wollen, wir wollen die Drogen haben, die er nimmt, wir wollen die auch haben.
Vielleicht ganz kurze Anekdote. Wir saßen da an einem Tisch mit, ich weiß gar nicht, mit den Börsenbloggern, auf jeden Fall mit befreundeten anderen Kollegen, die auch über Börse schreiben. Eine achte Runde, wollten unsere Ruhe haben. Heiko Thieme kommt dazu und hält ungefragt 45 Minuten Dauervortrag über die Märkte und erklärt uns allen mal, wie eigentlich die Börse so funktioniert und wie das damals war und warum sein Fonds eigentlich jedes Jahr plus 70% macht. Das war echt schön. Und ich glaube, Egmont, du hast danach dich, wie man dich so kennt, geschüttelt und die Augen verdreht. Es war eine schöne Begegnung. Benji war auch begeistert. Genau, so viel zur Anekdote Heiko Thieme und zur Frage des Zuschauers. Egmont, jetzt zwei Fragen wieder. Also es kommen viele Fragen heute an dich. Welche Währungspaare außer Dollar-Yen und Euro-Dollar werden beobachtet, um Prognosen für die Aktienmärkte und Rohstoffe abzuleiten? Hast du da noch ein Währungspaar, auf das du schaust? Wahrscheinlich auf die Chinesen, nehme ich an, ne? Genau, das hatte ich ja letztens ausgeführt. Ich gucke mir ganz genau Dollar Renminbi an. Der Renminbi wertet ja im Endeffekt jeden Tag ab. Auf Mehrjahrestief, inzwischen sind wir im 5-Jahrestief, 6-Jahrestief im Vergleich zum Dollar. Und ich hatte ja immer gesagt, dass das ein enormes Risiko ist, gerade für die US-Wirtschaft, weil natürlich dementsprechend die chinesischen Produkte in den USA immer billiger werden. Und das bringt natürlich die US-Unternehmen unter Druck. Die müssen dann wieder ihre Kosten senken, um auch quasi da mithalten zu können. Das ist natürlich eine enorme Belastung für die US-Wirtschaft. Und Experten sprechen ja davon, dass China quasi Deflation, also sinkende Preise exportiert. Und ich hatte ja auch wiederholt darauf hingewiesen, dass das Problem ist, dass der chinesische Renminbi gegenüber vielen anderen Währungspaaren, gegenüber vielen anderen Währungen, die in diesem Renminbi-Korb drin sind, noch deutlich stärker abgewertet hat. Das heißt, der Renminbi belastet dann natürlich gerade die japanische Wirtschaft enorm, die koreanische Wirtschaft enorm und so weiter. Also alles, was Asien ist, ist ein enormes Problem. Und auch da Dollar Renminbi habe ich klar jeden Tag im Auge und befürchte, dass der Renminbi weiter stark abwerten wird. Und das wäre auch ein weiteres Warnsignal für den weltweiten Aktienmarkt. Auch da klar vorsichtig. Okay. Weiterer Nachtrag war Risiken für den Sommer. Da bin ich mal hier in der Präsentation weitergegangen. Da sieht man nämlich mal nicht nur Italiens Dauerkrise. Wir hatten auch die spanischen Indizes. Der spanische Aktienmarkt sieht ja auch nicht besser aus als der italienische im Grunde genommen. Der IBEX hat massiv, massiv verloren. Und auch da ist ja im Grunde keine Besserung zu sehen. Ich gucke mal gerade, ob hier spanische Aktien handelbar sind, dass wir uns, ja genau, doch, wir haben einige, da können wir uns auch vielleicht mal angucken, BBVA rein sinnbildlich, da sieht man wahrscheinlich auch schon, wie groß das Desaster ist. Jetzt kriege ich den Wochenchart nicht rein, doch, ja, da sieht man auch einfach mal hier, da sind wir noch Ende April, da waren wir Richtung 7 Euro unterwegs, jetzt sind wir bei 4,80. So viel zum Thema Banken in Spanien. Vielleicht mal ganz kurz gezeigt, auf die Spanier guckt man im Moment nicht so explizit. Aber eine Frage, und die ist vielleicht nicht ganz unwichtig, und das wird jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, Egmont, aber ein Leser, ein Zuhörer fragt, gibt es denn auch für Langfristanleger noch einen Lichtblick auf 2 bis 3 Jahre oder nur noch raus oder die Kugel? Da kann ich sagen, die Kugel ist eine schlechte Idee. Es ist ja nur Geld. Es stimmt zwar nicht, dass wenn es weg ist, es ein anderer hat. Das wissen wir alle, das ist Quatsch, der Spruch, aber die Kugel ist Quatsch. Macht das nicht, es geht ja immer weiter. Aber na, Spaß beiseite. Kann Also, man ja auch nur einmal machen. kann man auch nur einmal machen, dann ist man einmal short und zwar ziemlich intensiv short, genau. Und das kostet ja auch wieder Beerdigungsgeld, das will ja auch alles keiner irgendwie. Das taugt doch nichts. Außerdem sind dieses Jahr schon, naja, lassen wir das. Also, Perspektiven auf 2 bis 3 Jahren. Egmont, hältst du es nicht für möglich, dass die Notenbanken wirklich in so eine Geldflut einsteigen, dass das, was wir bis jetzt gesehen haben, im Grunde Kinderfasching war, sprich die EZB sich weiteres einfallen lässt, Aktien kauft, was auch immer, die FED noch mal nachlegt, die Japaner tun es sowieso, und dass dann der Aktienmarkt das erlebt, was
aus reinem Unsinn, wenn man so will, oder aus reiner Verzweiflung, was der Anleihenmarkt schon seit 2, 3, 4 Jahren sieht, nämlich eine absolute Übertreibung nach oben. Und dass dieses Verhältnis Anleihenrenditen zu Aktien KGVs, dass sich das massiv eindämmt. Oder findest du so ein Szenario absurd? Kann das nicht passieren? Weil es ist ja zumindest ein Ansatz. Da will ich vielleicht zweiteilig antworten. Also auf kurze Sicht möchte ich einfach nochmal meine Einschätzung der vergangenen Wochen bekräftigen. Bei allen Zyklikern würde ich ganz klar weiter vorsichtig sein, auf der Short-Seite traden. Ich hatte ja gesagt, damals die Banken vorsichtig, bei den Autos vorsichtig. Natürlich trüben sich die Perspektiven für eine Daimler ein, für eine BMW ein, für eine VW ein. Wenn das britische Pfund massiv abwertet und das Land in die Rezession gehen, da kaufen die einfach weniger Autos. Also da hatte ich gesagt, klar auf der Short-Seite weiter. Dann hatte ich natürlich gesagt, Conti weiter auf der Short-Seite, Autozulieferer. Ne, Infineon weiter klar auf der Short-Seite, 40% Anteil im Autobereich. Alles, was zyklisch ist, eine Linde, Industriegas ist natürlich ein zykliker par excellence auf der Short-Seite. Allianz und Münchner Rück auf der Short-Seite auch ganz klar Zykliker. Wenn der Anteil des Portfolios mit den guten Zinsen oder mit den guten Renditen jeden Tag geringer wird, während gleichzeitig der Anteil des Portfolios mit den schlechten Zinsen jeden Tag größer wird, dann bleiben natürlich eine Allianz und eine Münchner Rück weiter im Rückwärtsgang. Also bleibe ich auch da ganz klar auf der Short-Seite. Also viele, viele deutsche Werte, wenn Sie das Wort Zykliker hören, auf der Short-Seite. Und wo ich weiterhin positiv bleibe, ist ganz klar die defensiven Werte. Ich weiß, die sind alle hoch bewertet, das sage ich schon seit Monaten, aber die steigen halt einfach immer. Ich sehe jetzt da einfach noch nicht eine Trendwende. Also ich sehe einfach Henkel trotz hoher Bewertung, defensives Geschäft, Konsumgüter, meiner Meinung nach kann man nur auf der Longseite spielen. Eine Bayer kann man auf der Longseite spielen, die gleiche Idee. Eine Adidas, hatte ich gesagt, kann man auf der Longseite spielen, bleibe ich weiterhin positiv. Trotz hoher Bewertung, ich weiß, KGV 25. Stopp, du darfst nicht so schnell über die Bayer hinweggehen. Du gibst hier so nonchalant unter der Hand eine positive Empfehlung für Bayer. Was ist denn da mit Monsanto? Da ist doch irgendwas im Hinterkopf. Alles cool wieder? Oder das überrascht mich jetzt, dass du bei Bayer so bullig bist. Nein, Entschuldigung, dann war das wahrscheinlich eine Tonstörung. Ich sagte Bayersdorf, Henkel Bayersdorf. Ah. Entschuldigung, dann war. Ah. Aber ich kann. Entschuldigung, ich kann auch gerne. Gut, dass ich nachgefragt habe. Gut, dass du. Das war wirklich dann eine Tonstörung da. Entschuldige mich auch. Ich kann auch gern was zu Bayer sagen. Also ich bin weiterhin Henkel, Bayersdorf positiv, eine Adidas positiv. Wo ich auch absolut positiv bleibe, sind die Immobilienaktien, eine Vonovia, eine Deutsche Wohnen und so weiter. Wenn die Zinsen immer weiter sinken, der Wert der Immobilien steigt, ich kann mich immer günstiger refinanzieren, da bleibe ich auch weiter klar positiv auf der Longseite. Und wo man auf der Longseite insgesamt, den Markt dann insgesamt auf der Longseite spielen kann, wird meiner Meinung nach in ungefähr einem halben Jahr sein. Weil ich gehe davon aus, dass es ungefähr noch vielleicht bis Ende dieses Jahres dauern wird oder Anfang nächsten Jahres, dass die EZB wirklich Helikoptergeld ins Rennen wirft, weil sie all den Sachen, die wir bisher probiert haben, die funktionieren nicht. Ich meine, die Amerikaner haben jetzt 6, 7 Jahre lang gewaltig Geld gedruckt und die Inflationserwartungen in den USA sind am Rekordtief. Die kollabieren jeden Tag. Das heißt, der Anleihenmarkt signalisiert der Fed und signalisiert den ganzen Finanzmarkt, dass dieses ganze Gelddrucken eben nicht zur Inflation führt, weil die Inflationserwartungen am Rekordtief sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass innerhalb von wenigen Monaten, sagen wir mal 6 Monate, Ende 2016, ich weiß, da lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster. Es kann sein, Anfang 2017 wird die EZB sagen, jetzt Helikoptergeld. Und dann werden die einfach drucken, dass wir alle umfallen. Und vor dem Szenario, das hätte natürlich einen enormen Vorteil oder ich sehe natürlich was derartiges ab, ist ja auch klar, aber es hätte eine Veränderung im Vergleich zu dem QE, zu dem Gelddrucken, wie wir es bisher haben. Wenn man natürlich unendlich viel Geld über die Fiskalpolitik und über die Geldpolitik in die Wirtschaft rein steuert, dann komme ich natürlich zumindest zu einer kurzfristigen Belebung der Wirtschaft. Wenn einfach jetzt die Italiener sagen, ich brauche einfach 100 Milliarden, liebe EZB, drucken wir mal 100 Milliarden und dann lassen wir einfach ein paar Straßen bauen und ein paar Häuser und was auch immer und das Geld geben aus. Das heißt, ich kurbel damit tatsächlich die Wirtschaft zumindest kurzfristig an. Dementsprechend hellen sich dann die Perspektiven für die Unternehmen auf und dann könnte es tatsächlich
zu einer Belebung der Wirtschaft und zum Anstieg der Aktienkurse kommen. Aber kurzfristig, auf Sicht von, was weiß ich, 2, 3 Monaten bis in den Herbst rein, September oder so, und solange sich es nur nicht abzeichnet, das Helikoptergeld, bin ich da eher auf der Short-Seite bei den Zyklikern. Ganz klar, Daniel. Okay, wenn du natürlich von Helikopter aus Geld ausgehst irgendwann, dann frage ich dich natürlich noch was. Und zwar, wir erinnern uns ja alle an die Schwätzer, beziehungsweise an die, die Ende letzten Jahres gesagt haben, ja, ja, Gold, da sehen wir ja eh die 1000, bla, bla. Das war ja der super Indikator stimmungstechnisch, weil Gold da abgeschrieben wurde. Jetzt ist Gold bescheidene $300 gelaufen seit Ende 2015. Deine Antwort kann ich mir denken. Du wirst sagen, Gold muss man weiter dabei sein. Würdest du einen Unterschied machen zwischen Gold und Silber oder sagst du, beide Edelmetalle gehören ins Depot mit rein, Silber weniger wegen Konjunkturkomponente? Kam eben auch eine Frage, was man überhaupt noch kaufen kann. Dann biete ich dir jetzt mal Edelmetalle an. Wie du richtig sagst, ich bin wahrscheinlich der größte Goldbulle, den Sie finden. In einem Umfeld, in dem es immer tiefere Strafzinsen gibt, spricht natürlich jeder mehr für Gold. Es dürfte auch klar sein, wie gesagt, die Zinsen für die Staaten ist heute, sind heute im Schnitt auf 0,4% gesunken. Da werden wir meiner Meinung nach bald ein Minuszeichen sehen. Inzwischen haben Anleihen weltweit von mehr als 11 Billionen Dollar umgerechnet. Strafzinsen natürlich so 6 Billionen aus Japan, der Rest aus hauptsächlich Eurozone und Schweiz und so weiter. Das heißt, je weiter es da nach unten geht, umso mehr Rückenwind hat Gold, ist klar. Wenn ich auf die 10-jährige Bundesanleihe irgendwann minus 1% Strafzinsen habe oder 1% Strafzinsen, dann kaufe ich mir Gold, ist ja auch klar. Also von der Seite massiver Rückenwind. Der zweite Faktor, den ich auch immer gesagt habe, ist Dollar-Yen. Dollar-Yen, schauen Sie sich mal in den vergangenen 4, 5 Jahren an. Dollar-Yen hängt quasi 1:1 am Goldpreis oder umgekehrt der Goldpreis an Dollar-Yen. Und in dem Fall, da ich ja davon ausgehe, dass der Yen in den nächsten Monaten noch deutlich stärker werden wird, weil ja der Carry Trade aufgelöst wird, und so ist es einfach immer in Krisenzeiten, der Carry Trade wird aufgelöst, die Leute flüchten in den Yen rein. Und vor dem Hintergrund also Dollar schwach. Auch das von der Seite klar Rückenwind für Gold, also bleib ich weiterhin sehr bullish für Gold. Gehe davon aus, dass man, wenn man diesen langfristigen Abwärtstrend, der so im Bereich um 1450 liegt, nach oben durchbrechen sollten, dass wir schnell die 1510 und darüber hinaus. Also da bleibe ich weiterhin sehr bullish. Okay. Und vor dem Szenario bleibe ich natürlich auch sehr bullish für die Goldförderer. Die habe ich, ich weiß gar nicht, wie lange schon empfohlen. Die sind immer noch viel zu billig. Die Gewinnschätzung seit Jahresanfang für eine Barrick Gold, für eine Newmont ist in den vergangenen, weiß nicht, drei Monaten um ungefähr 50% nach oben angepasst worden. Das heißt, den allerletzten dämmert jetzt, der Goldpreis steigt und senken gleichzeitig die Kosten, die Goldförderer. Also da bleibe ich absolut bullish. Alles, was irgendwie Barrick Gold, Newmont Mining, alles, was irgendwie in die Richtung ist, bleibe ich absolut long, ist klar. Und Silber bin ich natürlich auch bullish. Ich hatte ja immer gesagt, 50% der Nachfrage nach Silber, das ist ja ganz anders als bei Gold. Bei Silber kommen ungefähr 50% der Nachfrage aus dem industriellen Bereich, also sei es Solaranlagen, was auch immer. Und es hat eine starke industrielle Komponente damit. Und dementsprechend spricht es eigentlich gegen Gold, aber in der Phase, wo Gold steigt und vor allem kräftig steigt, nachhaltig steigt, steigt üblicherweise der Silberpreis häufig, sagen wir häufig, doppelt bis 2,5 Mal so schnell wie der Goldpreis. Deswegen auch da bin ich ganz klar bullish. Und wenn man sich so anschaut, welche Unternehmen da in den vergangenen Wochen gelaufen sind, eine Fresnillo und so weiter, alles was in dem Bereich ist, bleibe ich da vor dem Hintergrund auch, oder eine Silver Wheaton und so weiter, kennen Sie alle, auch sehr bullish. Für die Edelmetalle Gold und Silber bleibe ich sehr bullish. Daniel. Okay. Dann eine Frage, die wir unbedingt, glaube ich, mal beantworten müssen. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Erklärungen gemacht zu Gold und Silber. Das beschäftigt die Leute sehr stark. Wie lange kann Japan seine Währung noch abwerten lassen? Die Bank of Japan kann unbegrenzt Geld in den Markt bringen, fragt ein Zuhörer. Ja, Japan wertet ja im Moment ja nicht ab und das ist ja genau das Problem. Der Yen steigt ja im Moment und das ist ja dieses Irrwitzige, wo jeder gedacht hat, das, was der Finanzmarkt ja gar nicht kapiert, dass, wie gesagt, die Japaner haben ja bei der Sitzung am 29. Januar überraschend Strafzinsen angekündigt und seitdem fällt nicht etwa der Yen, sondern er steigt jeden Tag. Das ist ja das Bemerkenswerte. Ja. Und wie gesagt, ich gehe einfach davon aus, wenn sich die Krise verschärft, wenn sich die Krise verstärkt, wird der Yen
einfach weiter steigen. Und natürlich wird die japanische Notenbank mit ihrem Gerede nichts mehr erreichen, die wird irgendwann intervenieren müssen. Aber das wird natürlich nur zu einem ganz kurzfristigen Rückgang beim Yen gehen, weil wenn der ganze Markt auf steigenden Yen spekuliert, da kann die japanische Notenbank machen, was sie will, die kann einmal eingreifen, die kann dreimal eingreifen und danach holt sich eine blutige Nase und dann wird sie es lassen und danach wird der Yen erst richtig steigen. Also das ist mein Szenario. Der Yen fällt nicht und das ist ein starkes Krisensignal und vor dem Hintergrund, ich gehe weiter mit deutlich steigenden Yen aus. Ich kann mir vorstellen, wir sind jetzt im Moment so bei 101,50. Vorstellen, dass es relativ schnell Richtung 97, sagen wir mal, der Yen 5-6% nochmal steigen sollte, dann gehe ich klar aus, dass Gold mindestens 5-6% steigen, weil wie gesagt, diese enorm hohe Korrelation quasi 1:1 zwischen Dollar, Yen und Gold. Daniel. Okay, dann Frage aus der Rubrik Learning School, ob wir mal kurz erklären können, warum an dem Spruch, das Geld ist nicht weg, das hat nur ein anderer, warum der Quatsch ist. Ich will es mal mit meinen Worten erklären, wenn Sie jetzt beispielsweise reingefallen sind auf irgendwelche dubiosen Aktienpusher und kaufen sich diese Aktie bei 10 Cent und die wird hochgetrieben auf 10 Euro. Mit geringsten Umsätzen und es findet zu diesem 10 Euro ein Umsatz statt, dann ist der theoretische Börsenwert dieses Unternehmens basierend auf diesem Umsatz bei 10 Euro. Das sagt natürlich überhaupt nichts darüber aus, dass der Laden so viel wert ist, denn wenn dann Verkaufsdruck kommt, geht es ganz schnell und dann ist einfach entscheidend, zu was Sie rauskommen. Das heißt, es kann sein, wenn Sie dann, sagen wir mal, 10 Aktien haben, sind die 100 Euro wert. Es kann aber sein, dass die dann eben, wenn sie zu einem wieder rausgehen, sind sie noch 10 Euro wert. Das heißt aber nicht, dass das Geld dann ein anderer hat. Das war im Grunde wie Buchgeld. Egmont, habe ich das einigermaßen erklärt? Oder so würde ich das erklären. Ja. Weil im Endeffekt ja zwar die Aktien, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, die Aktien wechselt zwar den Besitzer, aber tatsächlich ist es ja nur Buchgeld, das stimmt schon. Kommen wir vielleicht wieder, wenn das wirklich eine Frage ist, dann mache ich auch gern was, bei euch auf der Homepage schon erklärt, auch nochmal ausführlich, dass das klar ist. Was vielleicht viel wichtiger ist in dem Fall, viele Leute denken. Aber egal, sag noch, was du sagen willst. Viele Leute denken ja in dem Szenario, wo das auch jetzt dazu passt, dass die Leute Aktienmarkt rausgehen und jemand anders reingeht, dass das quasi ein Nullsummenspiel ist. Und genau das haben wir ja nicht. Viele Leute vergessen, dass einfach enorm viel auf Kredit spekuliert wird. Und dementsprechend, wenn Sie Ihre Aktienposition auflösen, dann gibt es auf der anderen Seite quasi niemand, der da groß rein muss in den Markt, weil da niemand an der Seitenlinie ist, außer den Schulden. Dementsprechend muss man das ganz klar im Hinterkopf behalten. Und vor dem Hintergrund muss man einfach ganz klar sehen, vielleicht nochmal, wenn ich kurz sagen darf, beim DAX bleibe ich ganz klar vorsichtig, bei den Zyklikern bleibe ich vorsichtig, bei den Defensiven bleibe ich bullish, ebenso das gleiche für Gold, bei den Bankaktien bleibe ich weiterhin sehr vorsichtig. Bei Öl, den Ölpreis kann ich Ihnen auch nur empfehlen, behalten Sie den ganz gut im Auge. Wir hatten jetzt schon eine deutliche Korrektur. Meiner Meinung nach hält er sich bemerkenswert gut. Wir sind immer noch bei 47 bei WTI, bei Brent 48, also meiner Meinung nach enorm hohe Kurse, da muss man ganz klar aufpassen. Wenn es ein paar schlechte Nachrichten geben sollte zu Öl, könnte man vorstellen, dass das kräftig im Rückwärts, Ölpreis kräftig im Rückwärtsgang ist. Entschuldigung, und dementsprechend wäre das natürlich ein neuer Belastungsfaktor für den DAX, weil natürlich dann die DAX-Unternehmen oder die Ölförderländer, Saudi-Arabien, Russland und so weiter, weniger Einnahmen aus dem Ölgeschäft hätten und dann dementsprechend weniger Produkte nachfragen können aus Deutschland und aus dem Rest der Welt. Das wäre natürlich auch schlecht. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, halten Sie nicht nur Dollar-Yen im Auge, sondern auch gerade den Ölpreis. Das ist für mich ein ganz wichtiger Indikator und wie gesagt, das verwundert mich, dass er noch sich im Moment so gut hält, der Ölpreis. Aber das muss man ganz genau beobachten, wie es da weitergeht. Daniel. Okay, super. Ich habe in der Zeit mal, damit Sie auch einfach mal sehen oder damit ihr einfach mal seht, wie ich praktisch meine Positionen da reinstelle, das jetzt mal live vorgemacht. Denn Egmont, du hast mich überzeugt, dass der Markt vielleicht auch nochmal so Zwischendips haben könnte. Ich habe jetzt so eine ganz kleine Abstauberposition auf der Short-Seite nochmal gebaut und damit meinen Long-Exposure nochmal einen Tick weiter reduziert.
Ja, was da passiert im Ayondo Depot, im Depot Vola Strategie, seht ihr dann auf der Seite bei Ayondo und auch immer im Wochenrückblick bei uns bei Feingold Research. Da zeigen wir es, da sprechen wir drüber. Hier sind unsere anderen beiden Depots auf der Seite und ja, jetzt sind noch ein paar Fragen offen geblieben, die aber längere Art waren. Die besprechen wir dann in den nächsten Webinaren. Wie gesagt, feingoldresearch.com und dann Devisenkonjunktur, da Webinare Konjunktur. So findet man die Links bei uns. Auch die Aufzeichnungen übrigens hier. Da ist zum Beispiel Finanzmarktrunde oder hier das Ayondo-Webinar auch von gestern. Die Anmeldung und auf unserer Seite, da gibt es dann auch immer die Aufzeichnung. Oder, und damit seid ihr dann auch alle entlassen Richtung Achtelfinale. Hier gibt es die bevorstehenden Webinare bei Ayondo. Nochmal schön in der Übersicht Finanzmarktrunde und da nächsten Woche Dienstag, glaube ich, Franz Georg wieder dabei mit Chart-Webinar und Mittwoch. Mal gucken, wer nächster Gast ist. Vielleicht nächste Woche sogar mal Franz Georg und ich. Das könnte sein, weil der am Dienstag bestimmt zur Berichtssaison so viel Material hat, dass wir vielleicht ausweiten. Müssen wir mal gucken, wie wir das im Sommer machen. Und dann gibt es auch hier das Webinar-Archiv und da sind die Videoaufzeichnungen auch nochmal drin. Das habe ich beim letzten Mal mal vergessen zu erwähnen. Vielleicht jetzt nochmal der Vollständigkeit halber. Ja, dann heute eine Punktlandung bei einem DAX von 9.418. Ich hoffe, es hat, auch wenn es heute vielleicht ein bisschen weniger lustig war, aber doch ein bisschen Spaß gemacht. Die Zeiten sind hart. Umso weniger Humor gibt es. Dazu fehlt mein ehemaliger Radpartner natürlich, sonst hätte ich auch ein bisschen was zu Tour de France erzählt. Das mache ich nächste Woche mal, denn die Bergetappen stehen ja da an und dann geht es ja auch bei der Tour richtig rund. Ja, wer Tennis heute verpasst hat, ich habe ein klein bisschen was geguckt. Weltklasse-Spiel von Roger Federer, treten 0-2-Satzrückstand in einen 3-2, schlägt in 5 Cilic und ist jetzt im Wimbledon-Halbfinale. Das war ziemlich cool für die, die irgendwie Sky-Abonnenten sind. Ich habe da zum Glück noch so einen alten, günstigen Vertrag, weil mittlerweile langen die ja zu wie die Verrückten. Ja, Egmont, dir wünsche ich alles Gute mit deinem Auto. Bring mal die Karre wieder auf die Straße. Ich weiß, das gute Stück ist ein bisschen altersschwach. Und ansonsten sehen wir uns morgen hier in Frankfurt mit Kollegen Benne und Kollegen Feingold bei bester Frankfurter Sonne zu einem kleinen Sommerfest morgen Abend. Und ein Fußballspiel gibt Gerne. es morgen. Also, ich habe irgendwas gehört. Genau. Bist du noch da? Gerne. Ich wollte dich nicht unterbrechen, da freue ich mich Also, schon drauf. Gerne. genau. Ja, dann sehen wir uns morgen und ja, vielen Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Abend, wo auch immer ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Woche oder morgen im Webinar, wann auch immer. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.